Alter, was geht ab, Leute? Hier. Es gab echt eine Menge passiert. Ich werde versuchen, alles zusammenzufassen für euch. Ihr könnt es hier schon sehen. Ich habe echt eine Menge Sachen offen. Also, 21 Uhr, Halloween-Event ist zu Ende gegangen. Davor, wir waren live. Checkt den Livestream ab, wenn ihr wollt. Wir waren live und Adventure Sync war da. Es wurde freigegeben, aber nur für Spieler ab Level 40. Aber macht euch keine Sorgen. Das Limit wird eigentlich ziemlich schnell immer von Niantic runtergesetzt. Ich denke, wenn ihr dieses Video hier seht, dann wurde es bestimmt auch schon wieder runtergeschraubt. Also echt keine Panik und mit der Zeit haben das dann alle. Ich blende das hier mal ein. Sah ganz normal aus. Es gab dann eine Belohnung für 5 Kilometer, 25 und 50 Kilometer in der Woche. Und dann wurde auch angezeigt, wie viele Kilometer man in der Woche gegangen ist, wie viele Eier man gebrütet hat, wie viele Bonbons man bekommen hat. Und das mit den Metern und den Kalorien, das wurde noch nicht gezählt. Und dann auf einmal, ja, wurde es irgendwie aktiviert. Und die Belohnung kam. Ich hatte dann irgendwie 54 Kilometer und habe alle drei Aufgaben erfüllt. Es gab hauptsächlich Pokébälle, ein paar Sonderbonbons, Staub gab es auch, sehr interessant. Und anscheinend auch Eier. Ich habe hier meine Liste. Man weiß noch nicht genau, wie akkurat die ist, aber ich habe eine Liste am Start. Genau, hier ist die Liste. Anscheinend 5 Kilometer Belohnungen, 20 Pokébälle. 25 Kilometer, 20 Pokébälle, 10 Superbälle, 5000 Sternstaub oder dann 5 Kilometer Ei. Und 50 Kilometer, 20 Pokébälle, 10 Superbälle, 5 Hyperbälle, was halt gar nichts ist. Und zusätzlich 15.000 Sternstaub oder 5.000 Sternstaub und ein 10er-Ei oder ein 10er-Ei und ein Sonderbonbon. Eine interessante Sache, damit kann man eigentlich sicher gehen, dass man ein 10er-Ei bekommt, falls das so stimmt. Wie gesagt, das ist alles hier noch brandneu, gerade erst reingekommen. Aber falls es stimmt, kann man jede Woche garantieren, ein 10er-Ei zu bekommen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Vor allem kann man dann 9 mal 10 Kilometer Eier Opening machen. Also für mich persönlich sehr interessant. Ich habe 10.000 Staub kassiert. Ich blende euch das mal ein, wie ich meine Belohnung einkassiert habe. Der Hype ist doch da. 50 Kilometer. Geschafft. Diese Woche bin ich 80,4 gegangen. Seid ihr bereit? Ich hole jetzt meine Belohnungen. Nur Bälle. Nur Bälle. Alter, sieht das geil aus. Ein Sonderbonbon. Ein Sonderbonbon. 5 Hyperbälle. 10 Superbälle, ein Sonderbonbon, 20 Pokébälle, 10.000 Staub. Ja, ich meine, 10.000 Staub ist 10.000 mehr als erwartet. Man kann nicht meckern. Genau, an sich eigentlich ziemlich cool. Und jetzt ist so, man muss das Spiel nicht anhaben. Es reicht, wenn man es aktiviert, dann ist es verbunden. Bei Android ist es Google Fit oder sowas. Ist es dann damit verbunden und dann werden die Schritte gezählt. Schreibt nur in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr die Belohnung findet. Und ja, keine Angst. Wie gesagt, das Limit wird noch runtergesetzt, also leider nicht. Dann war ja natürlich 1. November, 21 Uhr. Das heißt, die Quests sind da. Natürlich als allererstes Ninja Tom Quest. Problem ist, die Leute, die sich das geholt haben, es gab einen Bug, es gab wieder einen Fehler von Niantic und die haben Lavados bekommen. Das Krasse ist, es gab sogar Shiny Lavados, aber die haben anstatt Ninja Tom Lavados bekommen. Für manche gut, für manche schlecht. Aber das wurde dann schnell von Niantic behoben und dann haben die meisten Leute Ninja Tom bekommen. Ninja Tom übrigens 100 IV, 180 WP. Und der Sprung ist richtig klein, also 179 ist auch schon ein 98er. Und 178 ein 96er, also ein WP-Sprünge, richtig krass. Abgesehen davon gab es natürlich auch neue Quests für den Monat. Natürlich mit Raupi, Shiny Raupi und eine Quest für einen Kader. Das heißt, man kann jetzt den Kader bekommen. Die Quest werde ich so hart farmen. Einfach nur 5 Käfer fangen und du kriegst den Kader. Dann gibt es noch Gewinne ein Raid, Tanzer. Panzer gibt Shiny. Verschicke 5 Geschenke. Golbat. Also Zubat brauche ich, Mann. Aber nicht Golbat. Entwickle 2 Taubsi. Raupi. Mit deinem Buddy ein Bonbon erlaufen. Pixie. Wieso auch immer die Entwicklung. Ich brauche Pipi eigentlich. Also eigentlich brauche ich Pi, aber egal. 5 großartige Würfe hintereinander. Knuddelo. Und dann natürlich ein neues Panier. Panier Nummer 7 am Start. Und zwar brauchst du dafür 3 gute Curve-Bälle hintereinander. Natürlich noch Pinsir Crest. Shiny Pinsir ist am Start. Fange 5 normale. Jetzt ohne Event ist das eigentlich okay. 5 normale. Während des Halloween-Events war das natürlich schwieriger, aber 5 normale, 5 Käfer werde ich mir gönnen. Okay, Raupi kann man sich auch noch gönnen. Raupi, Pinsir und den Kaderjagd. Und Pandian natürlich. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch schon Ninja Tom geholt habt oder ob ihr Lavados bekommen habt. Und falls ja, wie gut ist euer Ninja Tom? Wenn ihr Bock habt, tauscht bei euren Ninja Toms. Man kriegt ja eigentlich nur 4, also 3 könnt ihr schon abgeben, damit ich meinen Glücks-Ninja Tom bekomme. Es sei denn, man kann den Kader irgendwie entwickeln. Dann ist egal mit Ninja Tom. Wobei, den Kader kann man zu dem anderen entwickeln.
Ja, sehr, sehr kompliziert. Schauen wir mal, was da passiert. Ich glaube, ich habe alles besprochen. Adventure Sync ist da. Momentan nur für Level 40. Das Limit wird auf jeden Fall runtergesetzt. Belohnungen sind okay. Kann man sich geben. Interessant ist, garantiert ein 10er-Ei, wenn das stimmt. Das könnte eine Menge Sachen verändern. Neue Quests sind am Start. Pandia Nummer 7. Shiny Pinsir. Shiny Raupi. Ninkada. Ninja Tom jetzt. Zuerst ein Fehler, ein Bug, wo Lavados gekommen ist. Aber jetzt Ninja Tom am Start. 100% Ninja Tom, 180 WP. Und ja, das war nochmal alles zusammengefasst. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.